ist ja einer, der mit vielen auch international bekannten Persönlichkeiten befreundet ist, immer bescheiden geblieben ist, eigentlich mit beiden Beinen oder mit beiden Skis am Boden, jedenfalls am Schluss dann hoffentlich immer. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass Karl Schranz unser Gast ist. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend. Es ist ja heute der letzte, sozusagen die letzte Veranstaltung in diesem Studienjahr. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse und Ihr Engagement. Ich möchte mir wünschen, wenn ich darf, dass Sie auch im September, wir werden uns sehr bemühen, weiter sehr interessante Gäste hier einzuladen und dass Sie weiter Interesse und Neugierde haben, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Also. Ich habe mir die Zeitungen aus dem Jahr 72 angeschaut. Man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Es sind, glaube ich, 5 Schallplatten gemacht worden. Der Danzer und der Heller haben eine Schallplatte gemacht. Carly, du bist unser Größter. Ja. Ich habe mir die Zeitungen ein bisschen durchgelesen und ich möchte Ihnen da einiges nicht vorenthalten, weil es zeigt, was in diesem Land vorgegangen ist und wie das auch mentalitätsgeschichtlich eingegriffen hat. Brundage war ja nicht der Einzige, sondern es haben auch Delegierte von einigen damals kommunistischen Staaten dafür gestimmt, was die AZ dazu verleitet hat zu schreiben. Haben die haben für mich gestimmt. Aber einige angeblich nicht. Nein. Dann irrt das, die AZ. Ja, die AZ hat geirrt. Jedenfalls schrieb die AZ damals, und das ist, müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen, in Wirklichkeit ist es eine kommunokapitalistische Verschwörung gegen die Olympiade, die nur zu einem verderblichen Ende führen kann. Die Münchner Abendzeitung zitiert einen Taxifahrer, weil ja Mautner Markow österreichisches Olympisches Komitee, einen Taxifahrer, dem Zitat, die Würste im Hals stecken bleiben, wenn es mit dem Senf vom Mautner bestrichen sind. Eine Leserbriefschreiberin in der kleinen Zeitung war Schranz kritisch und bekam flutweise böse Briefe, einen einzigen, den harmlosesten, lese ich Ihnen vor. Sie blöde Spinatwachtel, sind Sie schon einmal auf Ski gestanden? Sie blöde großgoscherte Waben. Was ein Waben ist, weiß ich nicht. Vielleicht weiß es jemand im Saal, ein Waben. Wir hoffen alle, dass Sie abgezudelt, ich kann es gar nicht rausbringen. Wir hoffen alle, dass Sie abgezuzelte Sauhaxen noch mehr solcher Briefe bekommen. Dieser Meinung bin ich und ein ganzer Betrieb. Aber Wahnsinn, was hast du ausgelöst damals? Und warum? Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich war es so, dass alle mit mir gehofft haben, nachdem Grenoble passiert ist, wurde dort ungerecht behandelt. Da waren schon sehr viele auf der Straße damals. Und dann habe ich eigentlich alles wieder gewonnen. Ich habe dann Kitzbühel zweimal gewonnen. Ich habe Waldisère gewonnen in dem Jahr und war sozusagen hoffnungsvoll, dass ich meine Goldmedaille doch noch bekomme, dass mir sie niemand mehr stiehlt, dass sie niemand aberkennt. Und dann habe ich alles gewonnen und fahre dorthin. Was passiert? Schon am Flughafen haben sie mich empfangen und haben gesagt, wir haben gehört, dass sie ausgeschlossen werden. Ich sage, nein, das kann nicht möglich sein. Ich bin ja kein schlechterer Amateur als die anderen oder auch kein besserer Profi als die anderen. Das hat man aber nicht ernst genommen, sondern man hat mich in einen eigenen Raum gebracht und hat also eine Pressekonferenz veranstaltet. Und von dort an ist es losgegangen. Einmal Brundage, einmal meine Wenigkeit, alles, was wir gesagt haben und nicht gesagt haben. Ich habe dort so einen Ausschreiber gehabt. Will Grimsley hat er geheißen, er war von United Press International, glaube ich zumindest. Der hat so viele Zeitungen bedient und der war direkt froh, wenn er was gegen Brände schreiben konnte. Und der hat geschrieben. Unter anderem schrieb er dann auch, ich habe das auch gesagt, dass da sehr viele senile Trottel im IOC sind. Was mir dann später einige IOC-Präsidenten gesagt haben, wie zum Beispiel Samaranch und Lord Killianin, mit denen ich sehr gut war, die mir wirklich alle gesagt haben, sie haben für mich gestimmt.
die haben alle gesagt, wir waren aber keine senilen Trotteln. Habe ich gesagt, euch habe ich ja auch nicht gemeint. Ich frage mich, war das, konntest du so zu einer Symbolfigur werden, weil du diese ganz einzigartige Mischung von Gewinnen und Verlieren verkörpert hast? Also einerseits auf der sportlichen Ebene alles gewonnen, was man überhaupt nur gewinnen kann, und andererseits auf der menschlichen Ebene einfach, egal wie und was, auch ein Verlierer. Und das macht dich vielleicht, hat dich in dieser Situation einfach unglaublich zu einem Symbol für menschliches Leben gemacht. Ja, verlieren war wichtig. Verlieren hat mich geformt. Ich habe so viel gewonnen. Ich habe die Kinderrennen, Jugendrennen, alle großen Rennen x-mal gewonnen. Und dazwischen waren immer so leichte Stolpersteine. Und das hat mich dann nachdenklich gemacht. Warum? Mhm. Weshalb? Auf der einen Seite habe ich gewusst, man kann nicht immer gewinnen. Es gibt keinen Sportler, der dauernd gewinnt. Ich habe wenigstens sehr viel gewonnen. Aber die anderen haben eben nicht so viel gewonnen. Die mussten auch damit fertig werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe immer mich wieder aufgerafft, indem ich gesagt habe, ich muss weiter trainieren. Ich muss besser werden als die anderen, wenn ich wieder ein Tief gehabt habe. Und das hat oft verschiedene Gründe gehabt. Unter anderem auch, dass einmal der Ski nicht gelaufen ist. Aber das konnte man ja nicht sagen. Nicht so wie heute, die sagen, oh, Ski ist nicht gegangen, die haben falsch gewachst. Und das hat man damals nicht gemacht. Ich habe gewusst oft am Start, ich kann nicht gewinnen, weil der Ski nicht gut genug ist. Aber das konnte man nicht sagen. Der Bürgermeister von St. Anton hat einmal gesagt, ein Mann, der so lange in einem Einzelsport erfolgreich war, kann nur ein Egoist sein. Das stimmt. Ja? Ja, vollkommen richtig. Ja, wieso nicht? Ich meine, egoistisch im Sport, die Familie ändert dann das ganze Leben. Heiraten dann, wenn du Kinder hast, dann bist du nicht mehr egoistisch. Mhm. Die drehen das alles um dann. Diese Härte zu sich selber, was war der Preis für diese Härte zu sich selber? Erfolg. Nur ein Gewinn, kein Preis? Nein, mir geht es relativ gut, ich habe nichts gebrochen, nichts gerissen, ja. Bin geistig fast noch da, sitze jetzt neben dir. Mir tut zwar hin und wieder das Kreuz weh, die Bandscheiben, aber das ist schon ein bisschen eine Alterserscheinung. Aber die Ärzte sagen relativ gut. Dein Hotel führt, hast du zu Mittag zu mir gesagt, das führt meine Frau. Das ist richtig. Die schupft das alles. Du bist auch kein Hotelier, du bist auch kein Unternehmer. Ja, das stimmt. Ja. Du ziehst nur ein bisschen die Fäden. Die Fäden, also alles, was finanzielle Sachen auf uns zukommt. Man baut um. Ich habe letztes Jahr ein Mitarbeiterhaus gebaut. Ich habe noch Zimmer dazu gebaut und. Die Finanzierung mache immer ich. Unter anderem ziehst du ein bisschen die Fäden nach Russland. Du bist ein enger Freund von Wladimir Putin. Das sagen die Leute. Nein, du sagst das auch in Interviews. Ja, ja. Er fliegt dich mit dem Privatjet ein, weil er dich sehen will. Sehen will nicht. Er will was von mir. Er will, das ist ein Unterschied. Ja, ja. Nein, auch. Was will er von dir? Ja, er wollte zum Beispiel, hat ihm der russische Präsident des Olympischen Komitees, ein sehr guter Freund von mir, das ist der Leonid Djagachev, der hat ihm das gesagt. Karl weiß, wie man erfolgreich Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften bekommt. Ja, und dann haben wir mal Gespräch gehabt. Dann habe ich ihm einige Sachen gesagt. Was hast du ihm gesagt? No comment. Okay. Geheimnis. Das ist ein Wahnsinn. Ich muss ja das wiederverkaufen. Aber du hast gesagt, du hast von ihm nichts bekommen. Nein. Nein, jetzt mal, das wirft man mir oft vor, du musst ja irrsinnig Geld kriegen von dem. Ja. Sag ich, jetzt geh du einmal zum Präsidenten hin, so wie er. Ich war stolz, dass ich ihn kenne, dass ich auf seiner Datscha
eingeladen war und auf der Dacia in Sochi und. Also in verschiedenen Bereichen, wo wir über alles gesprochen haben. Und dann sage ich, er will von mir etwas. Wie kann man das machen, dass man eventuell Olympische Spiele bekommt? Ich war in St. Petersburg, hätte mit ihm ein Skigebiet eröffnen sollen. Skigebiet ist gut gesagt, das war ein Hügel, wo man rundum umfahren hat können, aber es war ein Skigebiet. Und dann musste er in der Nacht zurück nach Moskau, dann beim Bankett hat er mich angerufen, dann war auf einmal alles still. Es waren ungefähr 40 Leute da und da neben mir sagt einer seiner Vertrauten, Karl, Präsident ist am Telefon, er will dich sprechen. Ja. Und auf einmal ist das ganz still geworden da rundherum. Das hat sich komisch, wie wenn die mitgehört hätten. Und dann bin ich rausgegangen und er sagt, ja, leider, es tut mir leid, ich konnte nicht da bleiben, weil eben etwas passiert ist, ich musste nach Moskau zurück. Dann habe ich zu ihm gesagt, willst du jetzt wirklich Olympische Winterspiele? Sagt er, ja, das ist mein Ernst. Sage, dann musst du dich auch persönlich einsetzen. Jawohl, das mache ich. Komm zu mir nach Moskau und wir werden das besprechen. Und so war es dann auch. Die Österreicher waren dir natürlich ein bisschen böse, weil Salzburg hat sich ja auch beworben und nicht bekommen. Das muss ich aufklären. Ja. Ich habe, meine Frau ist Zeuge, dem Vizebürgermeister vor, wir hatten gerade die Weltmeisterschaft im Gang, habe ich gesagt, und da habe ich, die wollten einmal ein Gespräch mit mir. Sage ich, bin jederzeit bereit, euch zu helfen, wenn ich gefragt werde. Ja, gut, wir kommen auf dich zu. Nie mehr. Ich habe nichts gehört. Dann habe ich es dem Leo Wallner noch gesagt. Vielleicht könnte ich euch helfen. Weil ich habe immer sehr viel Verbindung gehabt zu den einzelnen IOC-Mitgliedern. Und das ist sehr wichtig. Ich habe auch gewusst, wer was zu sagen hat. Nicht umsonst war ich im Vorfeld mit Jacques Rocke, mit dem europäischen Präsidenten, ein Irländer, mit noch einigen, bei Putin in Moskau, im Kreml. Das hat geholfen. Die haben das schon vorher aufgebaut. Also die wollten auch. Man muss schon die richtigen Leute haben, zur richtigen Zeit das Richtige tun. Und ich habe gesehen, die haben eine große Chance. Russland hatte noch nie Olympische Winterspiele. Eine erfolgreiche Winternation. Und die Österreicher haben das nicht genutzt, weil der Prophet im eigenen Land nichts gilt? Nein, ich weiß nicht. Haben dich nie wieder gefragt? Nein, entweder hat der jetzt nicht mehr aktive Generalsekretär, der, glaube ich, wollte mich nicht unbedingt. Warum kann er dich denn nicht gewollt haben? Na, vielleicht habe ich zu viel gewusst. Jetzt frage ich lieber nicht mehr weiter. Nein, ich kriegst auch keine Antwort. Ja. Nein, aber ich habe denen das angeboten auch. Wobei ich eines objektiv sagen muss, ich hätte Salzburg auch nicht helfen können, wenn Russland angetreten wäre. Weil vorher hätten das die Koreaner bekommen. Die waren Favorit auch gegenüber Russland. Aber Russland hat entscheidende Sachen dann gemacht. Ich sage herzlichen Dank, es war mir eine Ehre, dich kennengelernt zu haben. Ich bin froh, dass ganz du kein Fußballer aus Gensandorf geworden bist, sondern ein Skirennläufer aus St. Anton. Dankeschön. Danke. Dankeschön.